Klitschko-Brüder und Weltmeisterin Daisy Lang signierten heute Teddybären. Die Initiative VIB for Children wird die Stofftiere Anfang Dezember zugunsten der Michael-Stich-Stiftung via Internet versteigern. Das ist Daisy, wenn sie sauer ist. Das ist Daisy, wenn sie fröhlich ist. Und das ist Daisy, wenn sie sinnlich ist. Die durchtrainierte Kampfmaschine ist jetzt erstmals in erotischen Posen zu bewundern. Tiefe Einblicke, verschwitzte Haut. Doch ganz nackt würde sich die knackige Blondine nicht zeigen. Nein, ich finde, das ist nicht meine Art, populär zu sein. Und ich finde, dass eine Frau ist mehr interessant, weil sie nicht ausgezogen ist, das ein bisschen mehr zeigt. Dann die Träume für Männer würden mehr entwickeln. Ihre rechte Gerade hat die gebürtige Bulgarin sportlich erfolgreich gemacht. Ihr Luxuskörper soll sie jetzt auch finanzieren. Erfolgsmotor Erotik. Auch bei Daisy hat sich ein Sponsor gemeldet und einen sechsstelligen Betrag überwiesen. Die ehrgeizige Kämpferin arbeitet hart an. Die 29-Jährige lebt in Düsseldorf. In den Edelboutiquen der Königsallee sucht sie nach neuen Kleidern, vor allem aber nach einem neuen Image. Accessoires für den Karrieresprung. Mein großer Traum ist schon, ich möchte noch mehr in Sport bleiben und wie möglich meinen Titel verteidigen. Und ich möchte in Showbusiness werden und ich möchte ein Actionstar zu werden. Actionstar will sie werden. Ihre erste Rolle hat sie angeblich sicher und sogar eine sprechende. Im Herbst soll sie ein Bond-Girl neben Superstar Pierce Brosnan spielen. Hier übt sie mit einem Stuntman aus dem Filmpark Babelsberg und auch dabei schlägt sich die Boxerin beachtlich. Ich finde, dass Daisy hat seinen Job heute sehr gut gemacht. Hat man gleich gemerkt, dass sie seinen Körper gut im Griff hat. Und ich habe eigentlich Spaß mit ihr gehabt. Also großen Kompliment. Danke. Nicht alle Männer haben so viel Respekt vor Daisy wie Stuntman Vladi. Doch Großmäuler, die der Powerfrau zu nahe treten, bereuen das meist sehr schnell. Es war besonders vor ein paar Jahren in Düsseldorfer Bahnhof. Eine Raube wollte meine Tasche natürlich rauben. Und da habe ich reagiert natürlich zuerst mit Hand, seinen Kopf nach hinten gebracht und dann eine Knie im Bauch. Und dann, ja, das war eine mit Beinen Geschichte. Und dann der Mann ist auf den Boden gefallen. Tja, man sollte sich halt nicht mit einer Weltmeisterin anlegen. Auch nicht, wenn sie so eine schlanke Figur hat wie die boxende Blondine. Außerdem weiß doch jeder Mann, die verführerischsten Frauen sind doch sowieso die gefährlichsten.